Jetzt noch ein Absurdzitat von Ralf Brinkhaus, Vorsitzender der CDU. Märkte funktionieren und sind urdemokratisch. Ob das die Märkte funktionieren, das wissen wir alle, dass es nicht stimmt und dass täglich Leute verdrängt werden, auf die Straße gehen und Existenz zerstört werden, zeigen uns die zwei nächsten Beiträge von einem Laden, die bedroht ist, der Späti Ora 35 und eine andere Organisation, Inis aus Mitte, Neue Heimat Mitte, die gerade ohne Mietverträge leben. Hallo, ich bin Svenja von der Ora Nostra und wir setzen uns ein für den Spätkauf in der Oranienstraße, in der Oranienstraße 35. Sekir Tunç ist bereits seit 39 Jahren auf der Oranienstraße geschäftlich tätig. Sie hat ursprünglich angefangen in dem Obst- und Gemüseladen ihrer Eltern. Später hatte sie ein Geschäft für Babybekleidung, was sie dann, als das nicht funktioniert, in einen Spätkauf umwandelte. Und dieser Spätkauf wurde vor 2 Jahren gekündigt. Sie befindet sich seit 2 Jahren quasi ohne Mietvertrag in diesem Laden. Und die Räumungsklage wurde jetzt erneuert. Es besteht ein Titel und sie wird in 3 Wochen geräumt. Das werden wir uns natürlich nicht gefallen lassen. Und deswegen gibt es am nächsten Donnerstag um 19 Uhr am 4. Juli eine Kundgebung in der Oranienstraße 35. 4. Juli, Oranienstraße 35. Ich habe leider nur noch 2 Flyer dabei. Die könnt ihr euch ja nehmen und verteilen und vielleicht abfotografieren. Und bitte kommt zahlreich, um uns bei der Verteidigung unseres Spätkaufs zu helfen. Dankeschön.